Jojojo Leute, was geht ab? Euer Dan hier wieder am Start und heute kommt mal wieder ein neues Video zum 80 Kubik China Scooter. Und zwar habe ich letztes Wochenende wirklich einen ganzen Tag von morgens bis abends versucht, diesen Roller vernünftig abzustimmen. Ich habe es immer wieder hinbekommen, dass er wirklich im Anzug ganz gut ist, aber egal was ich mache, ab 50 km/h kackt die Karre vollkommen ab. Ich weiß einfach nicht, ob ich vielleicht zu blöde dafür bin oder ganz einfach an diesem Projekt irgendwie auch ein bisschen gescheitert bin. Ich sage sowieso, Viertakter ist nicht so meins mit der Nockenwelle und so weiter alles. Ich weiß es einfach nicht. Wie gesagt, ich habe einen ganzen Tag, ich weiß gar nicht, wie oft ich die Variomatik und die Kupplung und was weiß ich alles gewechselt habe. Rein, raus, andere Federn, andere Gewichte. Und ich konnte dieses Problem einfach nicht lösen. Und ja, zeitweise war ich echt total verzweifelt und wusste auch gar nicht mehr, was ich machen soll. Aber jetzt mittlerweile bin ich auch ganz froh, wenn das Projekt endlich bald abgeschlossen ist, der Roller wegkommt und ja, ich habe einfach keinen Bock mehr auf diese Viertakter-Scheiße, bin ich ganz, ganz, ganz ehrlich. Ja, aber heute werden wir noch mal eine kleine Runde damit drehen. Wie gesagt, bis heute um 0 Uhr könnt ihr noch dran teilnehmen, wenn ihr diesen Roller haben wollt. Donation-Link ist unten drin. Ich sage mal, 1 Euro ist so gesehen ein Ticket und ja, wenn ihr zum Beispiel 5 Euro donatet, dann habt ihr eine fünffache Chance. Das ist das letzte Video zu diesem Roller. Es kommt dann nur noch ein Video, wo wir denn die Auslosung machen. Das wird dann, denke ich mal, in 2-3 Tagen kommen. Ich muss ja erstmal alle Gewinner aufschreiben, in den Lostopf packen und dann einziehen. Das dauert alles noch ein bisschen. Morgen oder übermorgen sollte auf jeden Fall denn das erste Video zum Projektroller Nummer 2 kommen. Endlich wieder was Vernünftiges. Da habe ich auch schon angefangen. Da habe ich, glaube ich, schon mittlerweile 2 oder 3 Videos aufgenommen zum Projektroller Nummer 2. Da macht mir das Projekt definitiv wieder mehr Spaß, weil wir endlich wieder was Vernünftiges haben. Ja, aber jetzt kommen trotzdem noch mal so ein paar Daten zu den Roller, wie viel wir investiert haben, wie viel habe ich durch die Donation zusammenbekommen. Das will ich ja nicht verheimlichen, sondern das werde ich ganz offen einfach sagen. So, hier haben wir die gute China-Rakete stehen. Jetzt einfach ein paar Fakten. Und zwar, ja, womit fange ich einfach an? Was haben wir alles an diesem Roller gemacht und was hat es gekostet? Ich habe den Roller mal gekauft vom Arbeitskollegen, dass er mit ein halbes Jahr oder so zur Arbeit gefahren hat, dann keinen Bock mehr auf diesen Roller gehabt und ist dann wieder mit Auto gefahren. Den habe ich den Roller damals für 50 Euro abgekauft. Dann haben wir die CDI gekauft, die hat 24,57 gekostet. Den 80 Kubikzylinder, da lagen wir bei 145 Euro. 2 Tachowellen habe ich ja gekauft, die erste hat nicht gepasst, die zweite hat dann gepasst. Ja, eine hat 13,30 gekostet, die andere 12,90 Euro. Dann haben wir ein Düsenset gekauft für 10,90 Euro, Kupplungsfedern für 11 Euro, 2 Sets Gewichte für 13 Euro. Das Antriebskit, also von Nakuru, so spricht man das ja aus, wo Kupplung und so weiter alles dabei war, für 153,80 Euro. Dann haben wir eine scharfe Nocke gekauft für 29,80 Euro und den gebrauchten Auspuff. Der Auspuff war ja nicht neu, ich habe den gebraucht gekauft, muss ja nicht immer alles neu sein. Der hat nochmal 80 Euro gekostet. Insgesamt sind wir dann bei Ausgaben von 544,27 Euro, was wir nur an Teilen in den Roller reingesteckt haben. Teilnehmer bis jetzt aktuell sind 72 Leute. Also ich sag mal, die Gewinnchancen sind eigentlich immer noch recht hoch. Es sind 72 Leute, also 72 Teilnehmer. Und insgesamt habe ich jetzt durch die Donations 382,95 Euro eingenommen. Das heißt, wir haben aktuell einen Verlust, also nicht wir, sondern ich habe aktuell einen Verlust von 161,32 Euro. Okay, es ist halt ein bisschen schwierig, ne? Ich sag mal, viele haben ja geschrieben, ja, es ist halt ein Rex-Roller, ein China-Roller, wollen viele nicht und das, im Endeffekt ist das Ding ja trotzdem total Bruch. Ich habe trotzdem versucht, irgendwie dafür noch eine Verkleidung zu kriegen, aber man bekommt einfach dafür auch nichts so richtig. Wäre nur übrig geblieben, eine neue zu kaufen, aber die wäre viel zu teuer gewesen. Ansonsten hätte ich hier optisch auch noch ein bisschen was dran gemacht, aber es gibt halt auch nicht viel optisch für den. Und ja, dementsprechend haben wir dann halt hier nur am Motor was gemacht. Ich hoffe dennoch, dass ein paar Leute dran teilnehmen. Klar, haben auch viele oder einige haben auch mitgemacht, die gesagt haben von vornherein, die haben es mit einfach dazu geschrieben, hier, ich unterstütze das Projekt mit, weil ich das cool finde, aber ich will den Roller nicht gewinnen. Sowas finde ich auch richtig cool, weil ich sage einfach, oder ihr seht jetzt einfach mal die Daten und Fakten. Viele denken immer so, ja, der macht damit Unmengen an Cash, aber nee, ihr seht ja selber, ich packe sogar Geld noch drauf für so ein Projekt. Klar, ich sag mal, das nächste Projekt
ist jetzt was Spannenderes einfach. Da haben wir einen Markenroller wieder und wirklich, den lassen wir dann komplett legal und den werden wir richtig geil machen. Also auch optisch und fahrtechnisch. Wie gesagt, der nächste Roller ist dann halt ein Roller, womit ihr dann halt wirklich auf Straße fahren könnt. Und ja, das wird optisch ein richtiges Sahneding werden. Also ich denke mal, da wird das Interesse viel, viel größer werden beim nächsten Roller. Ja, sollte natürlich das nächste Rollerprojekt auch wieder mit Defizit beendet werden, denn kann ich solche Projekte leider nicht mehr weitermachen, muss ich ehrlich sagen, weil ich mache mir ja schon die ganze Arbeit, ich muss das alles umbauen, Videos schneiden, da steckt so viel Arbeit dahinter, was ihr alle leider nicht seht. Und ja, wenn ich dann jedes Mal noch was draufpacken muss, dann rentiert sich das einfach nicht. Oder ich sage einfach, es geht nicht ums Rentieren. Ich habe immer gesagt, ich will ja die Projekte machen, dass ich da plus minus null einfach rauskomme, weil ich auch dazu Bock habe und das einfach ein bisschen Abwechslung ist. Aber ich denke, ihr könnt es auch verstehen, dass ich da auch keine Lust drauf habe, dass ich mir die ganze Arbeit mache und im Endeffekt immer noch draufpacke. Ne? Also ich denke, ja, ist verständlich einfach. Heißt jetzt nicht, dass ich solche Projekte dann nicht mehr mache. Klar werde ich solche Projekte dann weitermachen, aber dann werde ich die Roller halt nicht mehr verlosen, sondern werde die einfach selber behalten. Ja, so, ich werde für wen jetzt nochmal einen Helm fahren, damit nochmal ein kleines Ründchen mit dem Scooter. Wie gesagt, für alle, die es ein bisschen supporten wollen, unten ist der Link drinne. Und ihr könnt natürlich auch ordentlich supporten, indem ihr die Videos teilt, ein Like da lässt und einen Kommentar schreibt. Ich sage immer, Kommentar schreiben und ein Like da lassen, das sind die einfachsten Sachen. Aber leider hapert es daran auch schon oft. Ne? Also, jetzt fahren wir eine Runde. Gut, heute ist Feiertag. Parkplatz ist schön frei. Jetzt können wir einfach hier mal durchziehen, ohne dass wir behindert werden von Autos. So, an sich zieht er ja ganz gut. Drehzahl bleibt auch gleich. Ja, okay, hier kriegen wir nur 50 drauf. Aber dennoch ist das Ergebnis einfach mega enttäuschend. Ja, vielleicht muss ich auch einfach sagen, dass ich wirklich an diesem Projekt gescheitert bin. Ne? Aber ihr seht ja, bei 50 dann, ja, reicht die Strecke gar nicht aus, aber bei 50 kackt der vollkommen komplett ab und ich habe wirklich alles Mögliche probiert. Ja, so läuft der nicht schlecht, aber es ist trotzdem einfach schlecht irgendwo. Einige werden sich jetzt bestimmt dran freuen oder ja, so wie das Internet halt ist, so nach dem Motto, ja, es hat dran gescheitert. Ja, ich kann dazu auch offen auch stehen, vielleicht bin ich auch an dem Projekt gescheitert. Wie gesagt, war ja mein erster Motorumbau beim Viertakter allgemein. Es war vieles neu für mich. Abstimmung ist, ja, im Groben und Ganzen ist es immer das Gleiche wie beim Zweitakter, aber dennoch sind beim Viertakter schon ein paar andere Sachen, die man mit beachten muss, wie zum Beispiel mit der Nockenwelle. Ja, das ist halt, ja, ich sag einfach, jeder muss seine Erfahrungen einfach machen. Ich habe meine ersten Erfahrungen nun an diesem Roller hier gemacht. Aber der Sound ist trotzdem geil. Was kann man mit den Roller machen? Eigentlich kann man mit denen nicht viel machen. Ich sage halt, das ist ein geiles Ding, halt, wenn man auf der Enduro-Strecke ist oder auf irgendwelchen Motorrad-Events oder Supermoto-Events, die so ein Wochenende lang gehen. Da kann man das Ding ja gut mitnehmen und ein bisschen Spaß mit haben. Ich sage halt, wenn jetzt einer 2 Euro investiert hat oder... Und ich sage einfach mal, wenn jetzt einer da mit einem Euro dran teilgenommen hat, dann hat er für einen Euro echt ein spannendes Gefährt, um auf solchen Events ein bisschen Fun zu haben. Ich hatte ansonsten noch mit einem Abonnenten geschrieben, der hat genau den gleichen Roller und genau 1:1 das gleiche Setup. Genau das gleiche, alles, wirklich genau das gleiche. Der hat mir dann mal alles durchgegeben, was er für Düsen verbaut hat, also was für eine Düse er verbaut hat, was für Gewichte, was für Kupplungsfedern. Habe ich mal alles einfach so aus Just for Fun probiert, alles genauso nachts, genauso abzustimmen und lief trotzdem nicht. Klar kann man das nie vergleichen, jeder Roller muss einfach anders abgestimmt werden, aber ja, wie gesagt, ich habe wirklich alles Mögliche probiert. Was man mit den Roller aber gut jetzt machen kann, sind Wheelies. Also ohne Witz, habe ich einfach die ganze Zeit aus Spaß gemacht. Man gibt wirklich so ein bisschen, ich bin durch Zufall einfach gekommen. Ich habe irgendwie wegen den Roller was geguckt bei YouTube und da war einer dabei, der irgendwie... ja, so ein Video zugemacht hat mit Viertaktrollern und da braucht man einfach nur so ein bisschen Gas geben hier und dann, wenn die Arme stramm werden, setzt man sich einfach hinten drauf und dann geht das Ding hoch. Also ungefähr so. Okay, es war jetzt nicht so gut, aber man kann es auch anders machen. Also ich glaube, wenn man hier so einen Tag ein bisschen üben würde, und wir probieren es nochmal.
geil, oder? Weil das geil ist einfach, weil der Roller so winzig ist, dass man hinten die ganze Zeit mit den Füßen oder mit den Beinen auf dem Boden stehen kann und so einen kleinen Überfallschutz hat. Aber ihr seht ja, Mensch. Aber der war schon ziemlich lang, deswegen sage ich ja, wenn man jetzt wirklich so einen Tag üben würde, würde ich glaube damit Wheelies hinkriegen. Halt echt ein bisschen Übungssache. So, probieren wir nochmal. Nee, das war nicht gut. Der war auch nicht gut. Ja, der ist echt gut. Jetzt komme ich leider schräg. Ja, dafür ist der Roller auch gut. Wenn man ihn gewinnt, kann man damit perfekt Wheelies üben und man braucht keine Angst haben, wenn man mal umkippt, dass das kaputt geht. So, genug Gefahr mit der Möhre hier. Also, wie gesagt, ist das letzte Video zu dem Roller. Ich bin trotzdem froh, dass dieses Projekt jetzt endlich vorbei ist und ich das Ding hoffentlich bald nicht mehr sehen muss. Ansonsten, ja, beende ich jetzt das Video hier. Ihr könnt ja einfach mal eure Meinung ein bisschen dazu schreiben. Lasst auf jeden Fall ein Like da und einen Kommentar und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao und tschüss.